Hallo und herzlich willkommen auf lerenda.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe an, wie es im baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte zum Themenbereich Vektorrechnung und analytische Geometrie. Und zwar habe ich hier eine Ebene in Koordinatenform, nämlich minus 2x1 plus x2 minus 2x3 plus 15 gleich 0. Können wir es natürlich noch rüber tun, die minus 15. Wie sieht es dann aus bei der geraden G, die wir noch haben? Da haben wir nämlich 2 minus 16, 2 plus t mal 1, 4, 1. Und zu zeigen müssen wir G parallel zu E und soll ausrechnen den Abstand von G zu E in diesem Fall. Das heißt, wir zeigen erstmal, dass G parallel zu E liegt. Wie sieht das aus? Wir haben hier eine Ebene E. Was sollen wir? Eine gerade G haben, die parallel irgendwo drüber oder drunter liegt. Wie können wir das machen? Wir wissen ja hier, die Richtung im G wird durch den Richtungsvektor bestimmt. Und was wir aus der Koordinatenform wissen, ist der normale Vektor. Und man kann jetzt recht einfach erkennen, ja, die beiden müssen tatsächlich im rechten Winkel zueinander stehen. Das heißt, ich muss einfach nur überprüfen, dass der normale Vektor der Ebene E mit dem Richtungsvektor der Ebene, der geraden G senkrecht sind. Das heißt, dass sie im Skalarprodukt 0 ergeben. Machen wir das mal. Der normale Vektor N, den kann man ganz einfach aus den Koeffizienten ablesen, also Vorfaktoren, minus 2, 1, minus 2 und der Richtungsvektor ist 1, 4, 1. Also mache ich jetzt Skalarprodukt minus 2, 1, 2 mal 1, 4, 1. Und wenn jetzt da 0 rauskommt, wissen wir tatsächlich, es ist senkrecht. Also minus 2 mal 1 ist minus 2, plus 1 mal 4, also plus 4, plus 2 mal 1, Entschuldigung, minus 2 mal 1, hier habe ich Minus, das heißt, hier habe ich dann minus 2. Minus 2 plus 4 minus 2 ergibt tatsächlich 0. Und damit wissen wir auch, G liegt parallel zu E. Das ist der erste Teil der Aufgabe gewesen. Der zweite Teil ist, den Abstand von G zu E zu bestimmen. Also der Abstand D, man schreibt dann immer diese Schreibweise, D, der Abstand von G zu E. Nun, wenn wir wissen, die Gerade verläuft hier parallel zu E, dann ist es egal, welchen Punkt auf der Geraden ich nehme. Die haben ja alle den gleichen Abstand zu E. Das heißt, ich nehme einen beliebigen Punkt und mache dann mit der Formel Abstand Punkt Ebene, kann ich den Abstand berechnen. Also ich nehme zum Beispiel den Punkt, den wir hier haben, 2 minus 16, 2, von dem wir wissen, der liegt auf der Geraden, weil er der Stützvektor der Geraden ist. Also schreiben wir hier mal den Punkt P. 2 minus 16, 2. Und jetzt machen wir einfach den Abstand des Punktes P zur Ebene E. Dazu haben wir die Formel. Die Formel lautet Betrag A1x1 plus A2x2 plus A3x3 minus B geteilt durch Wurzel aus A1 ins Quadrat plus A2 ins Quadrat plus A3 ins Quadrat. Betrag. Das ist die Formel für Abstand von einem Punkt zu einer Ebene. Nun, der Übersichtlichkeit halber, machen wir die 15 hier auf der anderen Seite, dass wir es auch als B haben. Also hier gleich minus 15. Dann können wir es einsetzen. A1, x1. A1 ist minus 2. Und als x1 setze ich dann hier diesen ersten Punkt ein, den wir hier von unserem Schützvektor haben. Das heißt, hier steht minus 2 mal 2. Nächste plus A2 mal x2. Also einmal minus 16. Also einfach minus 16 mal 1. Nächstes A3, x3. Das heißt, ich habe hier minus 2 mal 2. Und dann minus b. Minus minus 15, also plus 15. Geteilt durch. Und jetzt a1 ins Quadrat, a2 ins Quadrat, a3 ins Quadrat, die kann ich hier. a1 haben wir gesagt, ist minus 2. Hier ist 1 und hier ist wiederum minus 2. Das heißt, es steht dann Wurzel aus minus 2 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat plus minus 2 ins Quadrat. Betrag. Das heißt, jetzt rechne ich das weiter aus. Minus 4, minus 16, minus 4. Das sind minus 24, minus 24 plus 15 ergibt minus 9. Also steht hier oben minus 9. Und hier unten steht, minus 2 ins Quadrat ist 4, plus 1 ist 5, plus 4 ist 9. Wurzel aus 9 also. Wir wissen ja, Wurzel aus 9 ergibt 3. Das heißt, hier steht, minus 9 geteilt durch 3.
davon der Betrag, also dieses Minus fällt weg. Das heißt, wir haben die Lösung 9 geteilt durch 3 ergibt 3. Das heißt, wir wissen, der Abstand von der Ebene bis zu dem Punkt oder generell der kompletten Geraden zu der Ebene ist genau 3 Längeneinheiten. Dankeschön.